Als Mutter zu gründen ist nicht unbedingt so ganz einfach vielleicht, weil man gewisse Steine in den Weg gelegt bekommt, allein wegen der Kinderbetreuung. Also die Frage, ja, wie machen Sie das mit der Kinderbetreuung zum Beispiel, was mich sehr verärgert hat, weil ich mir gedacht habe, also wenn mein Mann da gesessen hätte, den ich nicht habe, aber den hätte er das sicherlich nicht gefragt. So. Ich würde mir jetzt sagen, so, lass dir das nie wieder von irgendjemandem verbieten. Mach das, worauf du Bock hast. Und wenn das dein Traum ist, dann erfüll dir diesen Scheißtraum. Für mich kam eigentlich nie was anderes in Frage. Also ich habe alles Mögliche ausprobiert, aber es war immer wieder für mich eigentlich klar, dass ich gerne mein eigener Chef sein möchte, unterschiedliche Bereiche abdecken möchte und nicht irgendwie, also Büroarbeit wäre für mich gleich Stillstand und Stillstand ist gleich tot. Hallo, mein Name ist Steffi. Ich bin 41 Jahre alt und die Gründerin von Flips Eis am Stiel und das hier ist mein Verkaufsmobil. Flips ist handgemachtes Eis und Flips steht zum Beispiel für Fruchtliebe Eispops. Das Besondere an Flips ist, dass es auf dem Fahrrad verkauft wird. Also ich habe eine akkubetriebene Kühltruhe da drauf, die 6 bis 8 Stunden kühlt und die Formen sind halt schon relativ speziell. Generell so ist das am Ende doch sehr viel mehr Büroarbeit, als man am Anfang denkt. Also, ich glaube, viele haben eine romantische Vorstellung davon, Eis zu machen. Ich glaube, dass viele mich hier tanzend in der Küche sehen und die Kinder turnen irgendwie um mich rum und das ist alles wunderschön. Aber es ist tatsächlich sehr viel und sehr anstrengende körperliche Arbeit und auch ja, sehr viel Schreibtischarbeit tatsächlich. Ich habe ein Einzelunternehmen gegründet, weil das Risiko einfach am geringsten war. Und ja, die Kosten halt einfach auch am minimalsten waren und ich das Ganze ja eh erstmal ausprobieren wollte. Also bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich, puh, also ich habe Zahnarzthelferin gelernt tatsächlich irgendwann mal. Dann habe ich ja zwischendurch ein paar Kinder bekommen und habe irgendwann mein Abi nachgemacht. Dann habe ich studiert 5 Jahre, habe unterschiedlichste Jobs gemacht und war noch während ich die Selbstständigkeit begonnen habe in einem Fair-Fashion-Laden. Und das hat mich schon auch stark beeinflusst, muss ich sagen, weil ich da einfach an den Kundinnen auch gesehen habe, dass der Trend einfach immer weiter dahin geht, dass die Leute doch sehr viel mehr Wert auf Nachhaltigkeit legen. Und so das Eis ist ja also wird ja mit Bio-Zutaten hergestellt. Und das war mir halt von Anfang an wichtig, dass ich da vernünftige Produkte verwende. So. Geplant habe ich das Ganze ungefähr ein halbes Jahr. Beziehungsweise die Idee kam im Sommer 2018. Dann habe ich den Winter über, also wirklich ein halbes Jahr lang, Rezepte ausprobiert und so, also meine ganzen Nachbarn verköstigt. War mal mehr, mal weniger lecker. Die Reaktionen auf die Gründung waren eigentlich unterschiedlich. Meine Mutter hatte große Sorge, dass ich das nicht schaffe, weil sie eben auch selbstständig war. Und also ich komme aus einem selbstständigen Haushalt, mein Stiefvater war auch selbstständig und sie weiß halt, wie zeitaufwendig das ist und deswegen, ja, war sie schon etwas besorgt. Aber ich habe ihr direkt gesagt, ich mache das anders. Ich mach das eben so, dass ich das nicht aus dem Blick verliere oder meine Kinder nicht aus dem Blick verliere und ich tue halt mein Bestes dafür. Klappt, wie gesagt, nicht immer, aber im Großen und Ganzen schon und also eigentlich, die meisten haben mich eigentlich wirklich ermutigt und gesagt, ja, mach das und das wird gut und ne, so. Also eigentlich war es durch die Bank weg positiv so. Für die Finanzierung habe ich mir eine Unternehmensberaterin gesucht, mit der ich halt die Zahlen durchgegangen bin und letztendlich auch den Businessplan fertig geschrieben habe. Und dann sind wir zur Wirtschaftsförderung gegangen. Da gibt es halt einen speziellen Bereich für
Startups. Also da kann man halt so einen MIDI-Kredit bekommen. Und ja, den haben wir dann da wiederum mit einer weiteren Dame besprochen. Und letztendlich läuft das dann über die NRW-Bank und die sind eigentlich für genau solche Sachen zuständig. Und ja, das hat super funktioniert. Aber das ist halt einfach so ein Lernprozess, den man da durchläuft. Für die Rezepte habe ich halt online viel recherchiert, wie zum Beispiel bei Chefkoch oder diversen anderen Seiten. Also ich habe letztendlich auch mir überlegt, welche Sorten ich gerne hätte, so was ich gut finden würde, und habe dann quasi da auch noch, also Stichworte, einfach immer ausprobiert. Alles, was um Steuern herum ist, habe ich im ersten Jahr selber gemacht. Im ersten Jahr war ich teilselbstständig und hatte noch ein Kleinunternehmen. Ich habe genau ein Jahr später bin ich in die volle Selbstständigkeit eingestiegen und habe mir dann auch direkt eine Steuerberaterin gesucht. Mit dem Finanzamt ist ja immer nicht zu spaßen und deswegen war es mir direkt wichtig, das von Anfang an alles richtig und korrekt zu machen. Und ich glaube, da ist der einfachste Weg halt einfach wirklich, einen guten Steuerberater oder eine gute Steuerberaterin zu suchen. Ich hatte Unterstützung von Freunden und auch von meiner Mutter, die mir halt zu Anfang Privatdarlehen gegeben haben, damit ich überhaupt starten kann, weil allein das Fahrrad hat schon sehr viel gekostet. Und ich war erst quasi Untermieterin in einer Küche, was mir natürlich sehr entgegenkam. Und ja, das war auf jeden Fall auch schon eine große Hilfe, dass man nicht direkt von 0 auf 100 alle Kosten alleine trägt. So. Ich habe mich für das Gründerstipendium NRW beworben und habe das tatsächlich auch gewonnen. Für das Gründerstipendium habe ich mich beworben und dann ist es quasi wie so eine Präsentation, die man dann hält. Man bereitet eine PowerPoint vor und versucht alles relativ kurz und knackig, weil man hat nur 3 Minuten für den Vortrag. In diesen 3 Minuten muss eigentlich so das Wichtigste drin sein und man sollte halt versuchen, seinen Unique Selling Point hervorzuheben und alles, was eben das Unternehmen ausmacht, so sollte man versuchen, möglichst kurz und knackig darzustellen. Ja, ich hatte zu der Zeit schon mein Logo, das konnte ich halt ganz schön mit einarbeiten. Das kam auch direkt an, weil das Design ja ganz schön ist. Also ich habe mehrere Wochen, wenn nicht sogar, vielleicht sogar 2 Monate oder so daran gearbeitet. Zu Anfang sehr viel rausgeschrieben, was ich wichtig fand, am Ende mal weiter runtergekürzt. Und was natürlich wichtig ist, ist, dass man hinter seinem Produkt steht, weil, also ich glaube, dass man ein Produkt nicht gut verkaufen kann, wenn man selber das nicht, also dafür nicht brennt und nicht, ja, wenn man einfach nicht voll dabei ist, so dann ja, braucht man das, glaube ich, gar nicht erst machen. Und das wollen die halt sehen. Die wollen sehen, dass man dafür brennt, so, und ja. Also nach den 3 Minuten Präsentation gibt es auch noch 5 Minuten Fragerunde und da können halt wirklich alle möglichen Fragen auftauchen und deswegen ist es halt wirklich wichtig, dass man sich gut vorbereitet. Und ja, das war auf jeden Fall auch eine große Unterstützung. Also es waren 1.000 Euro jeden Monat, die man dann einfach mal so bekommen hat. Das war schon so zum Starten eine sehr, sehr gute Sache. Boah, meine Charaktereigenschaften sind, glaube ich, im Hinblick auf die Selbstständigkeit Willensstärke. einfach, ja, wenn ich mir was vornehme, dann ziehe ich das halt auch durch. Und ansonsten kriege ich oft zu hören, dass ich eine Powerfrau bin. Ja, ich denke, das beschreibt mich eigentlich ganz gut. Also der erste Tag, an dem ich mein Eis an Kunden oder Kunden angeboten habe, war in dem Unverpacktladen, in dem ich meine Produktionsstätte hatte. Das war der Eröffnungstag des Unverpacktladens. Und da kamen halt super viele Leute und die habe ich dann damit, also habe denen so Proben geschenkt quasi. Und war super gespannt auf die Reaktion der Leute. Und das war schon total schön. Und genau, ein paar Tage später war der 1. Mai und da habe ich das erstmal offiziell verkauft an einem Café hier im Hansaviertel und ich war direkt ausverkauft. Und das war ein richtig, richtig gutes Gefühl, muss ich sagen. Das war echt schön. Die Voraussetzungen waren eigentlich relativ einfach und niedrigschwellig. Also ich musste halt eine Hygieneschulung beim Gesundheitsamt machen und habe also was halt wichtig ist, ist, dass man, ich dürfte es zum Beispiel nicht zu Hause in meiner eigenen Küche machen.
So, ich brauche eine abgenommene Küche, sprich eine Edelstahlspüle und die ganzen Oberflächen müssen aus Edelstahl sein. Die Wände müssen bis auf eine gewisse Höhe am besten mit Latex oder gefliest sein. So. Also ein paar Voraussetzungen gibt es schon. Und jetzt also bei dem Bau der neuen Küche, die jetzt durch den Umzug entstanden ist, bin ich sogar dahinter gekommen, dass ich spezielle Fliesen brauche in dieser Küche, die sehr putzunfreundlich sind, aber dafür rutschfest. Also mein Team besteht momentan aus einer Mitarbeiterin in der Produktion und meist habe ich so um die 3 Leute, die mit mir zusammen verkaufen auf dem Fahrrad oder also ja für Events unterwegs sind oder genau solche Sachen. Alles, was so an Papierkram anfällt, mache ich selber. Also eigentlich muss ich sagen, finde ich es ganz schön, solo selbstständig zu sein. Aber es gab auch Zeiten, da habe ich mir einen Partner, Partnerin gewünscht. Habe mich dann aber wiederum auch mit anderen Gastronomen ausgetauscht, die wiederum tatsächlich einen Partner haben. Und die haben mir dann eben auch gesagt, also das, was du mit dem besprichst, das kannst du auch mit deiner besten Freundin oder mit deinem Partner oder wem auch immer gut besprechen. Also manchmal hat es Vorteile, manchmal hat es aber auch echt große Nachteile. Also wenn ich krank bin oder eins meiner Kinder krank ist, dann geht das natürlich vor, ganz klar. Und ja, wenn man dann kein eingespieltes Team hat, was einem den Rücken stärkt und keine Partnerin hat, dann ist das natürlich echt ein Nachteil. So. Genau, und ja, Vorteil ist halt einfach, dass du alleine schalten und walten kannst. Also du entscheidest alles alleine und das, ja, man muss halt nicht alles ausdiskutieren oder gemeinsam entscheiden. Das ist natürlich, also finde ich, für mich persönlich ist es ein Vorteil. Als Mutter zu gründen ist nicht unbedingt so ganz einfach vielleicht, weil man gewisse Steine in den Weg gelegt bekommt. Allein wegen der Kinderbetreuung. Also die Frage, ja, wie machen Sie das mit der Kinderbetreuung zum Beispiel, wenn es um eine Finanzierung geht, so. Die kommt auf jeden Fall auf, was mich sehr verärgert hat, weil ich mir gedacht habe, also wenn mein Mann da gesessen hätte, den ich nicht habe, aber den hätte er das sicherlich nicht gefragt. So. Ich glaube, da gibt es immer noch eine recht große, also ungerechte Verteilung eigentlich, was das angeht. So. Generell Frauen in selbstständigen Berufen, glaube ich, wird es nicht so ganz leicht gemacht. Also man muss sich da schon ein bisschen durchkämpfen so, und am Ball bleiben. Was ich daraus mitgenommen habe, ist eigentlich, dass man echt hartnäckig bleiben muss. Also man sollte sich nicht unterkriegen lassen und man sollte sich ein dickes Fell zulegen und ein gewisses Standing an den Tag legen. Also ich glaube, es ist wirklich wichtig. Oder ja, ich kann von mir sagen, dass ich da einfach echt gelernt habe, wie wichtig das ist, sich zu beweisen auch und einfach, ja, oft vielleicht auch einfach eine sehr starke Person zu mimen, obwohl man die eigentlich gar nicht so ist. Ja, also an Unterstützung gibt es auf jeden Fall in Münster zum Beispiel Alt hilft Jung, ist ganz interessant, oder Frauen und Beruf. Dann die Wirtschaftsförderung, die sind auch mal da. Und tatsächlich habe ich irgendwann so eine kleine WhatsApp-Gruppe ins Leben gerufen mit sehr vielen jungen Unternehmerinnen. Und das ist einfach total gut, sich untereinander auszutauschen. Also es gibt immer Fragen, die aufkommen. Und das ist einfach schön, auch sich gewisse Dinge zu teilen oder so. Man kann ja zum Beispiel auch dann den Einkauf gemeinsam, also die Lieferung gemeinsam bestellen und spart sich halt dadurch dann einmal die Lieferkosten oder was weiß ich. Ne? Also da gibt es schon echt viele Mittel und Wege und ja, allein auch dieser Austausch ist super gut. Aufgaben abgeben im Sinne von Produktion ist überhaupt kein Problem für mich und auch so der Verkauf und so weiter hat auch ein bisschen gedauert, muss ich ehrlich sagen, das also wirklich abgeben zu können. Aber ja, also ich würde auch so die Bestellung, die Warenbestellung und so weiter abgeben. Aber ich denke so, dass mit den Zahlen, das würde erstmal bei mir bleiben. Also ich benutze wenig Apps oder ähnliches. Also ich benutze halt eine Datenverarbeitungs-App für die Steuer.
was halt die Arbeit sehr, sehr viel leichter macht, weil man einfach alles einscannen kann. Also man muss nicht jeden Beleg irgendwie in den Rechner, in den Drucker legen und die einscannen, sondern man kann die einfach abfotografieren, abschicken, fertig. Das ist halt wirklich eine große Erleichterung so. Ansonsten bin ich da ganz altmodisch mit Zetteln unterwegs. Ich habe To-Do-Listen immer so ungefähr 5 bis 15. Also das schwankt immer, aber ich habe überall Zettel hängen, noch und nöcher. Das ist mein System. Klar, mit den Steuersachen so, das ist aber auch was, da wächst man rein irgendwie, ne? Also ja, man muss sich halt antrainieren, dann auch wirklich die Sachen immer einzureichen und nicht bis aufs letzte Drücker zu warten. Sollte man machen, kann ich nur empfehlen, weil sonst ist echt viel Arbeit. Und meistens gibt es ja dann auch noch Geld zurück, das ist eigentlich ganz schön. Was ich auf jeden Fall gelernt habe durch die Selbstständigkeit ist, wie wichtig es ist, dass man die Familie im Rücken hat, also dass man jemanden hat, der da ist, wenn man Hilfe und Unterstützung braucht, vor allem in Bezug auf meine beiden kleinen Kinder, die einfach eher dann die Betreuung brauchen, weil ich, also wenn jetzt eine Hochzeit in die Woche fällt, in der die Kinder bei mir sind, kann ich die ja nicht verschieben und dann muss das irgendwie organisiert werden und da ist vor allem meine Mutter in erster Linie auch für mich mit da und auch meine beiden großen Töchter helfen da ab und an mit und unterstützen mich dann da und ich glaube, das ist halt was halt schon sehr, sehr wichtig ist und mir auf jeden Fall aufgefallen ist, dass das ja ein großer Faktor ist. So. Was ich gerade noch lerne, ist Hilfe anzunehmen. Also es fällt mir total schwer. Ganz viele Freunde und Freunde vor allen Dingen sagen immer, sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Dann sage ich immer ja, ja. Und wenn ich dann nachts um 23:30 im Bett liege, dann denke ich, oh, ist doch ganz schön viel, was da morgen auf dich zukommt. Und denke mir dann, hätte es mal gemacht. Am Ende mache ich es dann auch. Aber ich denke immer, ich schaffe das alles alleine, aber stell dann auch schnell wieder fest, das kann man gar nicht alles alleine schaffen. Also ich bin halt auch nur ein Mensch mit 100% und mehr geht halt nicht. Und was ich noch gelernt habe, ganz, ganz wichtig, Auszeiten nehmen. Mega wichtig. Wenn man merkt, dass man irgendwie langsam ausbrennt, rausgehen. Einfach rausgehen und versuchen das irgendwie, ja, sich einen guten Moment zu suchen oder auch mal ein Wochenende einfach rausnehmen. Lieber dann einfach ein bisschen mehr Geld ausgeben für Personal, aber sich eine Auszeit nehmen. Ja. Die beiden Großen, die helfen mir auch, wo sie können. Ne? Also wenn ich deren Hilfe brauche, dann stellen die sich auch mit dem Rad irgendwo hin und verkaufen oder fahren zu einem Event oder was weiß ich. Ich hatte tatsächlich die Möglichkeit, mich mit meiner alten Chefin und mittlerweile auch guten Freundin auszutauschen, die auch jetzt schon seit 12 Jahren oder so selbstständig ist im Einzelhandel. Und die hat mir auf jeden Fall echt gute Tipps gegeben und unterstützt mich tatsächlich auch quasi wie bei Alt hilft Jung in der Finanzierung. Also wir treffen uns alle 3 Monate, gehen gemeinsam die Zahlen durch, gucken so, ob man irgendwie Veränderungen vornehmen könnte oder. Alt hilft Jung ist halt so ein eigentlich sagt das der Name, finde ich. Ne? Also es sind halt alte Hasen aus dem Business, die sich auskennen, die einfach Lust darauf haben, jungen Startups oder was auch immer so ein bisschen unter die Arme zu greifen und die halt in den ersten Monaten zu begleiten. Work-Life-Balance, schwieriges Thema, weil ich glaube, also Selbstständigkeit ist halt, es schwimmt halt alles einfach ineinander. Also du bist gefühlt immer am Arbeiten, weil du gedanklich halt immer dabei bist. Sowas wie ein Sonntag, an dem ich eigentlich gar nichts mache, das gibt's nicht. Und wenn mir zwischendurch nur Gedanken in den Kopf kommen, wo ich mir Notizen mache oder was auch immer, das ist immer gefühlt irgendwas. So. Aber ja, wenn ich mir Auszeit nehme, zum Beispiel, ich gehe super gerne in die Sauna, da nehme ich mein Telefon natürlich nicht mehr rein und dann ist das so, also es ist halt wie so ein Kurzurlaub. Einmal, da gehe ich morgens hin um 9 und abends um 23 Uhr verlasse ich den Laden wieder und habe einfach einen ganzen Tag, wo ich mal abschalten kann. Und ansonsten ist ja meine Auszeit mein Auto. Also Camping ist für mich Freiheit pur und einfach ein paar Nächte in meinem Auto schlafen oder
mal irgendwo in der Hängematte abgammeln. Das ist auch schon ein sehr guter Ausgleich. Genau, und Selbstständigkeit lässt sich eigentlich sehr gut unter einen Hut bringen, finde ich, weil, also gerade jetzt in meinem Bereich mit dem Eis, kann ich es eigentlich immer relativ gut einteilen. Also wenn ich kann zum Beispiel abends am Schreibtisch sitzen und meine Bürosachen machen, wenn die Kinder im Bett sind. Und ja, ich gehe in den Laden, sobald die Kinder in der Schule sind. Also ich verbinde das halt einfach immer mit den Hol- und Bringzeiten der Kinder. Und wenn die Kinder dann eben, wie gesagt, bei ihrem Vater sind, weil sie eben in dieser 50-50-Verteilung leben, dann gebe ich halt alles rein. So. Also, und von daher, also für mich lässt sich das wunderbar leben, muss ich sagen. Und ich lege immer einen großen Wert darauf, meinen Kindern die Zeit irgendwie wiederzugeben, die sie manchmal einstecken müssen, weil es natürlich immer mal vorkommt, dass da irgendwas anders läuft als geplant. So, ja. Also Quality Time, super wichtig. Zu Anfang war ich ja teilselbstständig und hatte noch einen festen Job, worüber dann auch Versicherung und so weiter lief. Und das war ultra hart, weil ich halt diverse Stunden im Laden gestanden habe und gearbeitet habe und dann eben zusätzlich noch die Selbstständigkeit und dann eben noch die Kinder. Also da habe ich mich echt zerrissen, muss ich sagen. Und das hat natürlich mit der vollen Selbstständigkeit nicht unbedingt abgenommen, aber ich konnte es halt anders verteilen. Also ich kann meine Zeit halt einfach besser einteilen. So. Ich glaube, Mütter sollten darauf achten, dass sie ihre Kinder nicht aus dem Blick verlieren. Also ich glaube, es ist ein sehr schmaler Grat, so, weil gerade am Anfang natürlich, also so ein Business ist wie noch ein Kind. Das ist halt nochmal so ein Baby, was total viel Aufmerksamkeit braucht. Kinder sind da sehr feinfühlig und die kriegen echt alles mit irgendwie. Und da sollte man wirklich gucken, dass man sich immer die Zeit nimmt für die Kinder, viel mit denen redet und da einfach irgendwie wirklich ganz, ganz feine Antennen hat und guckt, dass die da nicht zu kurz kommen. Meinem jüngeren Ich würde ich raten, mich früher selbstständig zu machen. Also ich hätte mich früher selbstständig machen sollen. Die Überlegung war schon super lange da. Ich auch immer irgendwie Sachen, also Partys organisiert habe oder mal sonntags in einem Club ein Café gemacht habe und von Freitag bis Sonntag gebacken habe, um da meine Sachen anzubieten. Und einen Businessplan geschrieben hatte für ein eigenes Café. Ich würde mir jetzt sagen, so, lass dir das nie wieder von irgendjemandem verbieten. Mach das, worauf du Bock hast. Und wenn das dein Traum ist, dann erfüll dir diesen Scheißtraum. 。Also ich liebe meine Steuerberaterin. Ich bereite mit LexOffice alles vor und schmeiße sie einfach nur noch rüber. Da bin ich echt glücklich drüber. Die Prozesse geben mir zum einen halt Zeitgewinn, aber vor allem auch eine gewisse Sicherheit, die ich dadurch bekomme. Ich bin Jens Bengelsdorf, Geschäftsführer vom Tattoo-Studio Hot 7. Sieh deinem Geld beim Wachsen zu. Mit einem Rechnungsprogramm, das deine Buchhaltung automatisch miterledigt. Für Selbstständige, Freelancer und kleinere Unternehmer ohne Buchhaltungskenntnisse. Du hast ein Angebot erstellt, mit einem Klick wandelst du es direkt in eine Rechnung um. Oder erst in eine Auftragsbestätigung, einen Lieferschein und zur Not in eine Mahnung. Und das auch mit deinem Smartphone. Und wenn du unterwegs bist, kannst du deine Belege einfach abfotografieren, statt sie auf dem Weg nach Hause wieder zu verlieren. In LexOffice werden Belege automatisch verbucht und finanzamtssicher archiviert. Alle deine Einnahmen und Ausgaben siehst du direkt in Echtzeit. So hast du deine Finanzen und auch die nächsten Steuerzahlungen, wie die Umsatzsteuer für das Finanzamt, immer im Blick. Auch alle deine Bankkonten sind in LexOffice enthalten. Damit hast du alle Einnahmen und Ausgaben in einem System, so wie es das Finanzamt für die Steuererklärung verlangt. Am Ende des Jahres musst du keine Belege mehr zusammensuchen, sondern alles ist bereits in LexOffice archiviert. Entweder schickst du die Daten an deine Steuerberatung oder machst die Steuererklärung selbst. Und das Beste, über 80 Schnittstellen sind schon enthalten. Ob PayPal, Zeiterfassung oder Online-Shops. Alle Daten fließen automatisch in deine Buchhaltung. Egal womit du arbeitest, Laptop, Smartphone oder Tablet, deine Daten sind immer synchron. Und die wichtigsten Zahlen siehst du sogar auf deiner Apple Watch. Schon über 170.000 Selbstständige aus 30 Branchen sparen mit LexOffice jede Woche 3,5 Stunden Zeit.
Und auch die Fachpresse hat LexOffice bereits 25 Mal hintereinander als Testsieger ausgezeichnet. Probier es jetzt selbst aus. Teste LexOffice 30 Tage kostenlos. Der Test endet automatisch. Einfach E-Mail-Adresse eingeben und los geht's!